Willkommen zu der ersten Folge, also quasi der Pilotenfolge dieses neuen Formates auf diesem Kanal. Ich habe für das Ganze keinen Namen, deswegen schreibe ich es erstmal auch so in den Titel, wie es ist. Mir würde auch nichts anderes spontan einfallen. Aber was mich dazu verleitet hat, ist, ich hatte in der letzten Zeit immer öfter auch mal Kommentare bekommen. Hey, Buri, ich finde das klasse, du hast ja auch YouTubers live und so gespielt. Ich mag das, wenn du Spiele vorstellst. Wie wär's, wenn du das öfter machst? Und natürlich in dieser ersten Pilotenfolge werde ich jetzt nochmal erklären, worum es hier geht, in den zukünftigen Folgen dann nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ja, ist eine gute Idee, das mit dem Spiele vorstellen. Und wo kann man das denn noch besser als natürlich bei der Xbox? Und nein, dies ist keine Produktplatzierung, keine Werbung, weil es auf der Konsole von der Xbox ist, sondern das ist einfach von mir aus. Es geht um Spiele mit Gold, ne? Xbox Gold ist wie das PlayStation Plus, kann man sagen. Das ist ja, das holt man sich ja oft. Jeder Mensch, den ich kenne, der holt sich dann Xbox Live oder PlayStation Plus für ein Jahr. So, dann hast du ein Jahr das Xbox Gold zum Beispiel, ne? So, beziehungsweise Xbox Live heißt das, glaube ich, ne? Auf jeden Fall, das benötigt man dann immer auch, um nicht nur Rabatte im Store zu bekommen, sondern auch zum Online-Spielen, ne? Das brauchen wir ja auf beiden Konsolen. Und wenn man das hat, dieses für die Xbox, bekommst du jeden Monat 4 Spiele gratis. Ich sag immer gratis in Anführungsstrichen. Viele Menschen besitzen das sowieso. Also ich kenne eigentlich echt kaum Menschen, die nicht das haben, um halt, weil sie online spielen wollen. Ist ja logisch, ne? Auf die Konsolen. Deswegen sag ich immer gratis in Anführungsstrichen, weil du brauchst halt Xbox Gold. Aber du kriegst sie dafür gratis zurück, ne? Also den Spielewert, den du im Jahr bekommst, ist deutlich höher als das, was du für Xbox dann ausgibst für Gold. Wie viel kostet ein Jahr? 50 Euro? Ich bin mir da unsicher. Oder 60? Ich glaube auch bei der PlayStation ungefähr derselbe Preis. 4 Spiele im jeden Monat gratis. Anfang des Monats kannst du sehen, welche es gratis gibt. Es sind immer 2 Xbox One Spiele und 2 Xbox 360 Spiele, beziehungsweise oder ein Xbox Spiel, was du dann auf der Xbox One spielen kannst. Die 4 Spiele sind im Monat aufgeteilt. Einmal bekommst du 2 Stück. Das ist so eine, man kann das als Grundregel sagen, aber die Zeiten sind eigentlich immer manchmal unterschiedlich. Aber Grundregel ist 2 Spiele am Anfang des Monats und 2 Spiele dazu Mitte des Monats. Also 4 Spiele im Monat. Und immer halt jeweils ein Xbox One und eine Xbox 360 oder Xbox Titel. Und im Anfang des Monats ist es das Spiel Dragon Age 2 von der Xbox 360. Das kann man dann auf der Xbox One spielen. Das ist Anfang des Monats gratis zu bekommen, statt für 10 Dollar. Und das Spiel Cube 2 für, ja, statt für 25 Dollar auch gratis. Und Cube 2 ist ein Xbox One-Spiel und Dragon Age 2 ein Xbox 360-Spiel. Für Dragon Age hat man Zeit vom 1. bis 15. Dezember und für Cube 2 vom 1. bis 31. Dezember. Und dann vom 16. Dezember und an kriegst du dann 2 weitere Spiele. Das ist dann einmal Never Alone für Xbox One und Mercenaries heißt das, glaube ich. Ich will das nicht unbedingt falsch aussprechen für die Xbox. Also nicht 360, sondern ein noch älteres Spiel, Xbox-Spiel, auch gerade. Never Alone wären 15 Dollar und das andere Spiel 10 Dollar, die du dir dann halt sparst. Du bekommst sie halt einfach geschenkt. Never Alone kann man dann vom 16. bis 15. Januar, also vom 16. Dezember bis 15. Januar und das Mercenaries vom 16. Dezember bis 31. Januar sich holen. So, die gibt es gratis. Also ich werde dann im Format immer erzählen, welche Spiele es für diesen Monat gratis gibt. Und jeweils für die 2 Spiele, in dem Fall jetzt Cube 2, das kenne ich gar nicht, das sagt mir gar nichts. Für mich wird das auch ein neues Spiel quasi. Und Dragon Age 2, die werde ich in dieser Folge auch noch spielen, also Gameplay zeigen. Ich werde das so machen, Anfang des Monats kommt ein Part, da stelle ich die 4 Spiele vor. Da kommt dann immer zu 2 Spielen, die ich schon am Anfang des Monats mir downloaden und spielen kann, ein Gameplay auch zu. Und dann kommt noch eine Folge Mitte des Monats, wo ich nochmal die anderen beiden Spiele behandle, die Mitte des Monats kommen. Ich werde das immer so machen, ich werde die Spiele starten und sobald ich eigenständig spielen kann, heißt also kein Intro oder so, gebe ich jedem Spiel 5 Minuten Zeit, um, ja, sich zu zeigen, sage ich mal, so ein bisschen, damit man es ein bisschen sehen kann, ein bisschen verstehen kann, weil auch mich oft Spiele dort interessieren, die gratis da sind. So, das wäre ungefähr das Format. Ich hoffe, ich konnte es irgendwie erklären, sodass man verstanden hat. Ich hoffe aber, ihr habt es verstanden. Und noch eine Info, bevor jemand fragt. Wenn man sich die Spiele downloadet, die es gratis gibt, dann hast du sie
für immer, solange du auch natürlich dieses Gold aktiv hast da, ne, beziehungsweise Xbox Live. Man kann sie aber nicht im Nachhinein nochmal gratis bekommen. Das heißt, am besten, sobald sie gratis sind, immer einfach auch downloaden, weil dann hast du sie in der Bibliothek fertig. So, ne, dann hast du immer eine riesige Bibliothek. Einfach downloaden dann. Beziehungsweise musst du es ja nicht downloaden, du musst es ja einfach nur einmal angeklickt haben. Ihr wisst, was ich meine, ne? Gut, genug geschnackt. Falls wer nicht weiß, wo er das findet, einfach auf meine Spiele und Apps gehen. Dann auf Mitgliedschaften und auf Xbox Live Gold. Dann lädt das schon automatisch und dann siehst du auch schon die Spiele, die du diesen Monat dir dort gratis holen kannst. Beziehungsweise aktuell. Das ist noch das Spiel Kobalt. Ich denke, das ist noch vom letzten Monat, ne? Aber ich mache dieses Format ja jetzt erst. In diesem Monat fange ich das an, jetzt im Dezember. Und deswegen gehen wir auch nur auf die beiden Spiele ein, die es jetzt für den Dezember geben wird. Wagon Age und Cube. Beide installiert. Wir fangen mit Cube 2 an. Ja, wie gesagt, der 5-Minuten-Timer startet, sobald ich eigenständig selbst da alles machen und tun kann. Ja, damit das Spiel aus. Das wäre ja doof, wenn ich irgendwie am Anfang so 5 Minuten Intro habe. Dann bringt das ja nichts. Trapped Nerf. Unreal Engine. Cube 2. To play. Deutsche. Deutsche Leute. Prolog. Welten auseinander. Klingt so, als wenn jemand abstürzt. Ich habe mal den Prolog übersprungen für uns. Da geht es nur darum, dass wir hier auf jeden Fall... Ja, wir sind auf dem Planeten gestrandet, weil wir irgendeinen Würfel zerstört haben anscheinend. Dann sind wir ohnmächtig geworden. Und dann sind wir hier drinnen aufgewacht. Eine bekannte Stimme anscheinend hat uns gesagt, ja, wir sind hier und müssen jetzt erstmal klarkommen oder hier rauskommen. Und wenn wir Überlebende finden, auch andere, dann so einen Teleporter stellen und so. Grob erklärt, 5 Minuten starten ab jetzt auf jeden Fall. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So, wir sind jetzt hier... Einfach mal reingekommen. Sieht aus wie ein Gefängnis oder so. Ich schätze mal, wir sind auf irgendeinem Planeten gelandet und wurden dann eingesperrt. Ich habe gar keine Ahnung. Man muss sich ja selber das dann so auch ein bisschen bilden. Auf jeden Fall riesige Kabel. Ja, das ist gutes Internet hier. Das ist bestimmt sehr gutes Internet. So, ich weiß schon mal, was Cube heißt, weil hier überall würfelförmige Sachen sind. Hallo. Das ist das Symbol von dem Ladebildschirm, von dem Ladedings auch. Kann ich auch rennen? Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich erstmal so Instruction, um zu verstehen, was hier abgeht. So das Spiel, wie man es überhaupt spielt. Aber es sieht gewaltig aus. So ist es nicht. Schön würfelig. Und das ist eine Wand. Hallo Wand. Wahrscheinlich ist das eine Art Tür, die sich öffnet. Ja. Oh, die ist aber cool. Öffnet euch Türen. Fahrt diesen Stangen hinauf. Aber viele Türen. Warum macht man so viele Türen hier rein? Oh, was passiert jetzt? Das habe ich kurz erschrocken, weil das auf einmal ein anderes Geräusch war. Ja, das geht so gar nicht. Hallo? Was soll ich machen? Panel platzieren. Soll ich mich darauf stellen? Jesus! I wasn't expecting that. You better get used to it. It may just save your life in here. Listen, I'm losing signal because of the storm. Keep climbing upwards. Contact me if you find anything strange. Ich kann also eine Plattform A aussuchen und dann kann ich sie. Can you hear me? Okay. God, what have I got myself into? Das ist schon mal interessant. Erste Sache herausgefunden. Ich kann weiße Plattformen benutzen als Jump-Pads, wenn ich sie dann, ja, anmache quasi. Kann ich das auch so? Das ist cool. Erinnert mich irgendwie an Portal. Also wirklich jetzt.
Weil du kommst zu den Testkammern und musst anscheinend erstmal klarkommen und Rätsel lösen. Deshalb bin ich echt ein bisschen am Portal. Das finde ich cool. Und den kann ich. Ah! Und den kann ich. Das Orange kann ich rausschieben. Aber nur immer eins. Kann ich das auch wieder reinschieben? Okay, das ist cool. Ich mag solche Spiele eigentlich. Also das Spielprinzip ist bisher interessant. Ich mag solche Spiele. Okay, Moment. Moment. Verdammt, kann ich das von hier unten? Ah ja, okay. Schon besser, jetzt verstehe ich es auch. Und ich müsste vielleicht mal umstellen, dass ich mich besser drehen kann. Das dauert nämlich ein bisschen. Emma, I found something. Das sieht interessant aus. Still no signal. Hallo. Okay, einfach mal Hand reinschieben, was soll schon passieren? Wenn man keine Ahnung hat, ne? Einfach mal Hand irgendwo reinstecken, irgendwelche Löcher. Code colored red enabled. Recommended action. Place red cube on white panel. What the? Why would these be here? Ah, ich konnte den weißen jetzt. Okay. Ah, ich kann immer umstellen von blau auf. Okay. Okay. Ich verstehe. Ich kann das immer umstellen jetzt, wie ich lustig bin. Zum Beispiel auf Orange und auch auf Blau und dann ist es wieder ein Jump Pad. Ja, nice. Das ist interessant, wirklich. Ich fand jetzt 5 Minuten doch relativ kurz, deshalb werde ich auf 7 Minuten das lieber machen. 7 Minuten ist ein bisschen besser. Ich fand 5 Minuten doch ein bisschen kurz jetzt, um ehrlich zu sein. Deswegen, ich werde das von 5 Minuten auf 7 Minuten erhöhen. Da kann man sich dann doch nochmal ein besseres Bild von machen. Ich fand das jetzt schon. Ja, doch. 5 Minuten ging schneller um, als ich dachte. Wie gesagt, das ist meine erste Folge, meine Pilotenfolge. Ich hatte mir 5 Minuten ausgedacht. Aber irgendwie auch nicht das gelbe dann komme ich hier. Ah, ich habe mich geblockt und komme dann hier rüber. Okay. Clever. Clever, clever. Und ist das ein Fahrstuhl hier? Ja. Oh. Das ist einiges an Fahrstuhl-Action. Aber das ist interessant, das Spiel. Also wirklich jetzt, ohne Witz. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ein gutes gratis Spiel. Ich glaube, damit kann man auch, wenn man Portal mochte, viel Zeit mit verbringen. Kapitel 2, die Regeln. Nein! Komm wieder runter. So. Fahrstühle kann ich auch aktivieren. Habe ich gescheckt. So, da kann ich gegenspringen. Was macht das? Komm ich denn... Moment mal. Komm ich denn da rauf? Oder knall ich da nur wieder gegen? Komm ich rauf? Okay. Ihr habt Glück. Ihr habt übrigens Glück, dass ich das spiele. Weil ich bin ja Experte in diesem Spiel. So. Und zack. Und ich hätte es erstmal rausfahren sollen. Ja, vielleicht. Und der Countdown ist oben. Das waren. Das waren 7 Minuten Gameplay von diesem wunderbaren Spiel, was es gratis auf der Xbox One gibt mit Game with Gold. Ja, Dragon Age 2, aber ich denke mal, Dragon Age 2 sollten viele Leute da unter euch kennen. Das ist ja hier Rollenspiel-Urgestein. Auch so mit, ne? Für mich eins mit der auch interessanten Spiele. Ja, Dragon Age 2, Starttaste drücken, machen wir mal, ne? Klasse und Geschichte, ja, wir nehmen einfach mal einen Krieger. Ne, einfach mächtige Nahkampfangriffe, sowas geht immer.
Nachdem ein Zwerg entführt worden ist und eine Frau gesagt hat, ich will alles wissen, die Geschichte. Von Anfang an startet das Spiel hier mit dieser Szene, wo der Krieger, den ich ausgewählt habe, erstmal schön irgendwelche Untoten rasiert oder so, Mann? Verdient. Speer. Früher oder später müssen wir kämpfen. Dann kann es auch hier sein. Mach dich bereit. Oh, okay, das sind einige. Ich schätze mal, hier wird das dann auch direkt beginnen. Bringen wir es hinter uns. Oh, oh. Ich bin noch gar nicht vorbereitet. Kreismenü. Oh ja, du siehst die automatisch die Gegner an. Okay, das ist dann ja. Okay, 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 okay. Die Entfernung ist zu groß. Die Entfernung ist zu groß. Okay, ich habe welche gekillt. Und du? Hängst immer noch an einem. Zack! Ah, ich krieg langsam die Attacken mit. Okay, das ist der mächtige Schlag hier. Boom! Und dann habe ich noch einen weiteren Schlag, und zwar den hier. Boah. Solche Kampfsysteme mag ich ja, ne? Wo du selbst einfach schnetzeln kannst und so. Du Blödmann, zack! Ah, ich finde die Grafik... Man sieht das, ich finde das immer krass, wie viele Jahre das Spiel schon her ist. Wir können nicht ewig so weitermachen. Ne? Ich kann mich nur noch erinnern an den Release von Dragon Age 1. Wir können nicht immer so weitermachen. Sie aber auch nicht, dann kämpfen wir genau. Es gibt immer so verschiedene Antworten auch. Gut, so neutralmäßig eher und böse. Und dann machen wir mal, ich bin bei dir. Wir werden es schaffen. Denn wir sind gut. Gemeinsam. Wir sind nett. Kommen Sie. Soll ich mich um Sie kümmern? Tu es. Ne, ich kümmere mich um Sie. Du gestattest. Es geht los. Easy zerschnetzelt. Oh, ich habe eine neue Attacke. Irgend so ein Wirbelsturm-Attacke. Wie die Gegner einfach zerplatzen. Aber man hat, ich habe das Spiel jetzt eigentlich relativ schnell, also das Kampfsystem kapiert. Ne, ich war ja erst auf mich allein gestellt auch. Du kommst halt ins Spiel rein, wie habt ihr ja mitbekommen. Aber ich habe es direkt kapiert. So schwer ist das gar nicht. Es spielt sich smooth. Sag ich mal so. Weg mit dir, du lebst ja noch. Ich helfe dir, Kollegin. Kein Ding. Die braucht aber ewig, ne? Während ich dir alles töte. Das kann nicht sein. So, noch einer. Oh, oh. Das bin ich. Oga. Mach mal. Komm, machen wir den mal fertig. Gut, dass du ihn eingefroren hast. Aber wir haben schon über Hälfte Leben direkt abgezogen einfach. Oh, oh, der hat mir Schaden gemacht. Frechheit. Ich mach mal die Kleinen mit weg. Damit wir ein bisschen Ruhe beim Kämpfen haben. Gegen diesen dicken Ogermann. Aua, 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 aua. Zack. Und... Oger down. Das macht auch irgendwie Bock. Ein Drache, ein Drache! In Dragon Age? Unsinn, so hat es sich nicht ereignet. Ah, jetzt kommen wir dazu, dass wir den gestalten könnten, wenn wir das machen wollen. Ich mache aber nur das so einfach. Hier sind wir dann jetzt wieder mit Mutter, ja, mit Kawa und mit dem Hund. Geile Sache. Und wir machen jetzt noch die letzten 3 Minuten. Toter Flüchtling! Oh nein! Erstmal looten. Irgendwelche Toten, erstmal looten. Ich höre Schreie. Uns erwartet ein Kampf! Oh! Macht euch bereit!
Warlock! Oh nein, ich habe meine ganzen Attacken gar nicht mehr. Oh nein, eben war ich noch so stark. Verwende, um ein Gruppenmitglied zu kontrollieren. Ah, ich kann auch die anderen spielen. Die alle andere Fähigkeiten haben auch. Ja, okay, das ist interessant. Aber ich spiele natürlich den Hauptprotagonisten hier, den wir hier lieben gelernt haben gerade, ja. Was los? Weg von der dunklen Brut, wohin sonst? Und anschließend? Wir können nicht einfach ziellos herumwandern. Wir müssen zusammenbleiben. Wo auch immer wir hingehen, das Wichtigste ist, dass wir zusammenbleiben. Moody ist nachdenklich. Kirkwall? Hältst du das wirklich für klug? Kirkwall ist voller Templer, Mutter. Oh nein! Das weiß ich, aber wir haben dort noch immer Familie und ein Anwesen. Dann müssen wir nach Gwerin und uns dort ein Schiff suchen. Falls wir so lange überleben. Ich wäre schon glücklich, wenn wir einfach hier rauskämen. Macht euch bereit! Macht euch bereit! Oh, da. Noch eine Kämpferin. Und noch ein Krieger. Oh. Ihr bekommt ihn nicht. Das muss wehgetan haben. Sie bekommen dich nicht. Nicht solange ich lebe. Boah, da helfe ich euch doch glatt. Keine Panik. Wenn jemand die Leute rettet, dann doch ich. Ich bin der netteste Retter der Welt. Los, alle rauf hier. Einfach rauf. So, den Verletzten haben wir gleich hier. Zack, hallo. Level up. Beweg dich nicht, Wesley. Du machst alle voller Blut einfach. Keinen Schritt weiter, Abtrünniger. Ach, der Erbauer hat einen seltsamen Sinn für Humor. Erst die dunkle Brut und jetzt auch noch ein Templer. Und das waren auch 7 Minuten Gameplay von Dragon Age 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde das dann jetzt mal hier gleich zusammenschneiden und alles und hoffe, diese erste Pilotenfolge hat euch gefallen und ich konnte euch ungefähr das Prinzip erklären. Eine zweite Folge zum Dezember kommt dann Mitte des Monats, also ungefähr ab dem 16., wo ich die anderen beiden Spiele dann 7 Minuten Gameplay geben kann. Dann sehen wir uns dann wieder. Lasst ein Like da und einen Kommentar, wenn ihr Lust habt auf das Format. Dankeschön!